Dieses Video wird unterstützt vom Ministerium der Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlave, der schöne Film The Substance für euch dabei, der gerade ganz viel diskutiert wird. Ob den da wirklich so schockierend ist, wie sie alle gut sagen, das erzählen wir euch an dieser Episode. The Substance geht ja gerade viel diskutiert, weil er richtig schockieren soll. An etwas für was? Ja, schon. Also, schockieren kriegt den Film richtig gut hin. Was geht es aber hier? Es geht hier eine Schauspielerin, die Elizabeth, die ja, ein bisschen an den Alter kommt, ne, dass nicht mehr das jüngst. An, es möchte so eine Fitness-Sendung an, so los soll es ausgetauscht gehen, wie es man kriegt. Ne? Das alte Frau-Mensch da soll eben nur liquidiert gehen und dann wollte ich ein Jungt-Asad gehen. So krass, wie das eben an der Industrie so gehandhabt wird, so geht das dann eben auch am Film hier eben gesagt. Nun kriegt sie aber irgendwann einke von dem Mittel des Substance mit, wo sie sich dann als Kandidatin eben beworben hat. The Substance bringt ein alternativ Persönlichkeit von dir hervor, die aus der DNA rauskommt, an eben an einer besseren Junkerform. Die Kniff bei der Sarah, Spade-Formen können immer nur 7D existieren. Also ohne auf jeden Fall irgendwie Schritte von zu drohen. Das heißt, all 7D muss geswitcht gehen. Enke die A-Version, enke die Jung-Version. An natürlich, wir hatten ja noch keinen Film, wann es nicht irgendwann ging schief gehen. An genau daraus streckt The Substance eben eine Geschichte. An die Geschichte ist wirklich extrem, extrem Dave-grinnig. Also der Film spielt mit einer immenser Poesie an der Bildspruch. Also habe ich schon halt gefühlt, dass alle Szenen, die irgendwie abgeholt gehen, irgendwie etwas matt weil alles ist irgendwie ganz poetisch an den Bildern im gesagt. Alles wird wie oder ich gesehen auf jeden Fall relativ viel Bedeutung in Hand hat, den Bildern, die man so gesehen. Das spiegelt eben so die ganze Industrie durch und rum. Und auch relativ nach mir Dave-gängig. Also, es gibt so Themen behandelt wie Leistungsdruck an eigenen Erwartungen, erwähnen in den eigenen Erwartungen an dem eigenen Leistungsdruck immer mehr zerfällt und immer von sich selber zehrt. Daraus spricht der Film relativ metaphorisch. Erwähnen ob der sich nur Erfolg sich immer mehr selber verleiert. Also das sind so Themen, die der Film behandelt und insgesamt auch die ganze Industrie immens kritisiert, wie immer mehr schön, immer mehr jung, immer mehr optimiert, sagen wir mal so, und das ist wirklich ob ein brutal und verstehend Erderweis Krämer das heute inszeniert. Also ich kann schon mal direkt sagen, wenn der ein Problem mit Spritzen so hat, ne, dann klingt das ganz relativ und nicht ruhig. Also sagen wir mal, so ist es eine Menge persönlicher Perspektive. Ich bin nicht so ganz froh mit Spritzen. Ich habe kein Problem, sie zu kriegen, aber wenn ich das, man müsste feststellen, das selber müsste zu machen oder das so am Detail zu analysieren, wie du die Nullen. Brrrr, da spielt der Film ganz viel. Der Film spielt überhaupt immens viel mit groteske Szenen. Und spiegelt auch, behandelt auch den Alter auf ein relativ krass Erderweis. Und das gelingt ihm wirklich perfekt. Also der Film als will schockieren, als schockiert zu 100% und hört eine immens, immens interessante Story zu erzählen, die wirklich richtig gut inszeniert, das mit ganz speziellen Kameraausstellungen, mit ganz speziellen Kulissen, und das alles enorm ästhetisch und andererseits auch immens steril, also es passt immens gut an den Kontext. Da muss ich aber dazu sagen, dass der Film zum Schluss hin ob einmal ein Keier kriegt. Der Film changiert sich quasi am Genre ein Keier extrem. Ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, wie mir das gefallen hat, weil ich da doch nicht kommen gesehen habe. Das war den nicht, dass der Film irgendwann so einen Keier kriegt. An einerseits hat mich das am Anfang gesteuert, weil ich dachte, okay, ich fand das passt, aber nur nicht zum Rest vom Film. Andererseits denke ich mir aber, ich habe mir schon noch null damit gerechnet. Ne? Der Film überrascht mich zu all Sekunden und erwischt mich auch immer ganz, ganz eiskalt mit den eigenen Erwartungen, die den auch ganz oft überrascht. Und das ist einerseits auch, wenn mir das zum Schluss hin ästhetisch vielleicht nicht so extrem gefallen wird, als der Genre sich den wieselt, gefällt mir da ganz gut. Ich schwätze nur ganz kryptisch, weil ich will das nicht spoilern, aber es muss ich so sagen, obwohl es mich am Anfang ein bisschen gesteuert hat, wünscht er aber immens gefeiert, wie das Ganze dann oben angeht. Und es geht auch irgendwie oben nicht zu erwartenden, erwartvollen Schluss hin. Also, ich meine, wir sind als eins, und das ist ja auch wohl klar, sonst hat man wahrscheinlich so viel nicht.
geht der Not relativ grotesk und eskaliert natürlich. Ne? Wenn natürlich eine Story da wird, die einfach nicht mehr schöner sind und funktioniert, dann hat man nur halt keinen Film. Aber es geht wirklich dermaßen grotesk und dermaßen überspitzt. Das muss einem gefallen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es ganz viele Leute, in denen der Film halt nicht wird, gefallen. Ich schon in jeden Fall genauso schon ganz, ganz viel Freude gehabt. Aber wie gesagt, das hat mich ganz viel überrascht. Und voilà. In dem Sinne ging es so, erzählt mir ganz gerne in den Kommentaren, wie ihr diesen Film gefallen hat. Und da verabschiede ich mich. Und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit The Substance. Ciao.